Die EVR-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Micromusic und Buderus. Liebe Medienvertreter, liebe Zuschauer über uns, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem zweiten Spieltag in der Meisterrunde zwischen dem EV Regensburg und dem Blue Devils Weiden vor 2023. Ton funktioniert. 2023 Zuschauern lautet der Endstand 5:3 für den EV Regensburg. Ich darf Ihnen wie immer die Trainer meiner Mannschaften vorstellen. Zu meiner rechten Gästecoach Markus Bärwanger, zu meiner linken EVR-Trainer Doug Irwin. Herr Bärwanger, das erste Wort gebührt dem Gast, Ihr Statement zum Spiel. Ja, guten Abend. Ich bin heute schon ein bisschen verärgert, weil wir waren sicher keine Deutsch schlechter. Wir haben couragiert und gut gespielt. Aber um hier in Regensburg was zu holen, muss man das Ganze 60 Minuten lang machen. Das haben wir nicht. Wir haben dann. Ist das normal? Wir haben dann durch zwei, drei individuelle Fehler sind wir auf die Verliererstraße gekommen und das ist ja eben das Ärgerliche. Ich meine, ich habe letzte Saison auch hier gespielt und wir haben 6-7-1 verloren. Das ist auch, mag ich auch nicht, aber da war klar, dass wir auch nichts verdient haben. Aber heute, wie schon gesagt, wieder so einer guten Leistung und dann mit leeren Händen nach Hause fahren, das ist natürlich ärgerlich. Und wir müssen jetzt auch schauen, dass wir wieder das so spielen, wie ich das vorgebe. Das tun wir auch, aber halt nicht über 60 Minuten, sonst können wir gegen so einen guten Gegner nicht bestehen. Und ich habe es ja gesagt, man braucht ja nur 1 und 1 zusammenzählen. Es gibt ja nur drei Mannschaften, gegen die wir, also die Chance zu 95%, gegen die wir in den Playoffs spielen. Das ist entweder Selb, Tölz oder Regensburg. Und da müssen wir jetzt schon schauen. Das ist ja schnell, in 6 Wochen ist dann soweit und da gibt es keine Lichtschalter. Sondern wir müssen jetzt anfangen, dass wir das auch alle richtig machen. Und ich weiß auch, der Januar ist immer ein schwieriger Monat für die Spieler. Es sind viele Spiele im Dezember, doch noch ein relativ langer Weg hin zu den Playoffs. Aber dennoch, wir müssen jetzt schauen, dass wir auf Touren kommen. Wie schon gesagt, wir haben jetzt das Wochenende nicht schlecht gespielt gegen zwei Spitzenmannschaften, aber ärgerlich heute, dass wir nichts geholt haben. Eine Sache noch, aber das hat jetzt nichts mit Verlieren oder Gewinnen zu tun. Das Spiel war ja fair und nicht hektisch. Und dennoch hat der Schiri, man hat immer das Gefühl gehabt, ich weiß jetzt nicht, kommt einer von Regensburg auf die Strafraum oder einer von beiden. Und das ist natürlich schon vom Niveau her, ich weiß jetzt auch nicht, ob der da überhaupt noch mithalten kann mit uns. Und das ist natürlich schon schwach, also das muss ich auch sagen. Danke, Markus Bärwanger. Danke. Das Spiel aus deiner Sicht, bitte. Lass mich bitte. Ja, guten Abend. Ich bin zufrieden mit dem Spiel von unserer Mannschaft. Ein bisschen hektisch im ersten Drittel, weil man vielleicht ein bisschen mehr vom Spiel kommt. Wir haben ein bisschen ängstlich gespielt und das ist ganz normal. Vielleicht noch 3 Niederlagen zu Hause in der letzten Zeit, aber ich glaube, mit der Siegeswille im zweiten Drittel, wir haben die Gegner ein bisschen unter Druck gesetzt, mit besseren Vorchecken, mehr Tempo in der Mittelzone. Und wir haben 18 Mal auf Tor geschossen im zweiten Drittel. Aber das war ein harter Kampf. Also Weiden ist eine gute Mannschaft. Aber die Jungs sind den Weg treu geblieben. Die haben immer an den Sieg geglaubt. Und wenn eine Mannschaft zusammenarbeitet, dann kommt der Glück irgendwann einmal auf unsere Seite. Das Tor vom Heger war sehr wichtig. Schuss ist geblockt von Yannick Dreves. Das ist eine Mannschaftsleistung. Und die Schüsse, was geblockt sind, die Turnovers können oft gefährlich sein. Und das Powerplay war auch ein bisschen stärker heute wie am Freitag. Unterzahl war heute auch wichtig. Und ich glaube, die gesamten Mannschaftsleistungen im dritten Drittel. Von dem muss ich zufrieden sein und denke ich schon, dass das verdient ist, die 3 Punkte. Cody Brenner war auch gut im Tor und ruhig, wie am Freitag. Und für mich ist das ein guter Start in diese Runde mit 2 Siege gegen 2 gute Mannschaften. Sandhofen ist auch viel stärker als am Anfang der Saison und deswegen ist das Auswärtssieg am Freitag für uns sehr viel wert. Danke. Danke, Doug. Fragen von der Presse gibt's? Doug, du hast
gefordert habt, dass ihr euch steigert von Spiel zu Spiel Richtung Playoffs. Ich meine, die Frage ist nicht neu, aber war das jetzt heute so ein Anfang, auf den man aufbauen kann? War ja schon ein paar Mal der Punkt erreicht, wo man dachte, jetzt hat es Klick gemacht. Ja, es ist schwer zu sagen, aber wir haben viel geredet diese Woche mit den Spielern und das sind Einzelgespräche, was sie führen werden in der nächsten Zeit, dass wir wirklich zusammen spielen als Mannschaft. Und ich glaube schon, dass das eine Mannschaftsleistung war. Aber wie gesagt, das ist. Weiden hat vielleicht ein Zwei-Tor-Vorsprung haben können, aber. Wir sind zweimal im Rückstand, auch in Sandhofen waren wir im Rückstand, aber mir geht es an die Zusammenhalt der Mannschaft. Und wenn so ein Spiel wie am Sonntag, kurz vor Ende oder in den letzten 10 Minuten, haben wir das Spiel gedreht. Und Weiden war in Führung heute, wir haben das 2-2 geschossen und dann von diesem Zeitpunkt haben wir das Momentum vom Spiel. Und jedes Spiel geht ein bisschen hin und her und in dieser Runde gibt es keine leichte. Vielleicht den Gegner und es kann sein, dass Weiden ein Playoff-Gegner ist irgendwann einmal. Aber wir schauen immer noch Spiel zu Spiel und natürlich, ich erwarte eine Steigerung, genauso wie Markus. Das ist der Zeitpunkt, dass jede Mannschaft Punkte holen soll und schauen und zeigen, dass die bereit sind für die Playoff. Weil Playoff ist 3 Spiele in kurzer Zeit, in einer Woche wie der Weihnachtszeit. Und, ich hoffe, dass unsere verletzten Spieler kommen bald wieder, aber ich glaube, mit der Truppe, was wir jetzt haben, das war ein gutes Zeugnis für die Zukunft. War denn die Kombination mit Eger und Drefsen neben Gajowski dann jetzt was dauerhaft? Das ist was man ja finden muss, oder? Ja, ich habe schon beide Spiele gesehen, dass das kann ein gefährliches Sturmreihe sein. Also wir haben die ganze Saison immer umstellen müssen, meistens wegen Verletzten, aber ich suche immer noch die beste Kombination für uns und also wenn wir 5 Tore schießen, also das ist in Ordnung. Ich glaube, Gajowski hat trotzdem Chancen gehabt, das 6. zu schießen oder beim 3-2, dass er das 4. Tor schießt. Und er spielt den Pass statt. Er hat das Alleingang im 3. Drittel des Spiels zu entscheiden. Aber es ist egal, wer das Tor schießt. Also, solange dass wir ein Tor wie es der Gegner schießt, dann gehen wir Sieger von uns. Vielleicht an den Herrn Behrmann mal kurz. Wird ja auch oft darüber geredet, jetzt die Meisterrunde ist praktisch so eine Verlängerung jetzt noch, wo man nochmal gegen die gleichen Gegner spielt, aber eigentlich ist das jetzt ja von der Stärke her eine gute Hinführung Richtung Playoffs, oder? Naja, richtig. Die Liga war ja vorher schon sehr ausgeglichen. Da muss vielleicht ist Heide ein bisschen abgefallen, aber man hat ja gegen Linder oder Waldkreiburg oder Höchstadt ja auch sich mächtig strecken müssen, um irgendwas zu holen. Und jetzt ist es halt nochmal komplizierter und wie der Dag schon gesagt hat, es gibt ja keinen einfachen Gegner mehr. Wir haben jetzt am Wochenende Tölz und Regensburg und nächsten Freitag haben wir selber. Also wir haben die ersten 3 Mannschaften in der Liga gleich einmal zum Beginn. Das ist ein schönes Warm-up. Weitere Fragen, Klaus? Wenn Sie einen kurzen Vergleich ziehen müssten zwischen Bad Tölz und Regensburg jetzt, gibt es da Unterschiede? Ja, gegen Tölz haben wir gewonnen und gegen Regensburg haben wir verloren. Naja, nein, das ist ein bisschen eine andere Mannschaft, der Tölz. Ja, das ist klar, die haben mehr die Breite, haben auch eine sehr gefährliche erste Reihe. Ja, ein bisschen, die spielen schon ein bisschen anders als wie Regensburg, aber im Endeffekt sind beide gute Mannschaften. Keine Fragen mehr, Klaus. Dann gibt es noch die Endergebnisse aus den anderen Stadien. Tölz unterliegt zu Hause, so ist es richtig. Sandhofen 3-4 nach Penaltyschießen. Landshut schlägt selbst mit 7-3. Und bei Deckendorf gegen Peiting stand es kurz vor Ende 4-2 für den Deckendorfer SC. Dabei geht es für uns, für den EV Regensburg weiter. Auch knüppeldick am Freitag auswärts in Landshut. Am Sonntag kommen dann die Selber Wölfe. Anpfiff am Sonntag 18 Uhr. Bis dahin, guten Start in die neue Woche. Unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Wir sehen uns noch einmal in Weiden in der Meisterrunde. Bis dahin, ciao, servus.